Wir kommen zu unseren Gesprächsgästen. Julia Steigrub und Lukas Fischer haben an diesem Wochenende die Schweizer Sportwelt begeistert. Lukas Fischer gewinnt Silber am Barren und Julia Steigruber sogar Gold im Sprung. Julia Steingruber zeigt an der EM in Moskau zwei fast perfekte Sprünge. Sie steht den Chusovitina und den Tsukahara souverän und setzt damit eine Marke, die keine Konkurrentin erreicht. Sie holt EM-Gold als erst zweite Schweizer Kunstturnerin. EM-Silber sichert sich Lukas Fischer am Barren. Auch er mit einer nahezu perfekten Übung. Eine kleine Sensation gegen starke Gegner. Für Fischer, bald 23-jährig, ist es die erste Auszeichnung an einem großen Anlass. Der Aargauer gilt zwar schon früh als Riesentalent, die Erfolge allerdings lassen auf sich warten. Immer wieder kämpft er mit Verletzungen. Mehrfach erleidet er epileptische Anfälle. Im letzten Jahr sogar an einem Wettkampf. Er verpasst die WM und die Olympischen Spiele. Während der Wettkampfpause entdeckt er eine neue Leidenschaft, das Singen. Damit holt er sich Selbstvertrauen zurück und findet die Motivation, mit dem Turnen weiterzumachen. That you're settled down, that you found a guy and you're married now. Auch Julia Steingruber muss in ihrer Karriere herbe Enttäuschungen wegstecken. An den Olympischen Spielen von London 2012 riskiert sie zu viel, verpasst die Finalqualifikation haarscharf und kann die Tränen nur schwer zurückhalten. Nun aber hat sich gar der Titeltraum erfüllt. Dazu verpasst sie im Mehrkampf die Medaillenränge nur knapp. Die Experten sind sich einig, sie kann eine der ganz großen Kunstturnerinnen werden. Julia Steingruber und Lukas Fischer. Die Schweizer Kunstturn-Gegenwart sieht wahrlich rosig aus. Lukas Fischer holt die erste EM-Medaille seit dem Sieg von Daniel Ciubellini. Das war 1990 an der EM in Lausanne. Und für Julia Steigruber ist es bereits die zweite EM-Medaille. Letztes Jahr hat sie ja Bronze gewonnen. Und heute sind die zwei in Kloten gelandet und von ihren Fans, Freunden und Familien herzlich empfangen worden. Und während sich die beiden in der Ankunftshalle feiern lassen, haben wir uns ein paar Stück höher eingerichtet. Und dann sind sie gekommen. Verständlicherweise sehr stolz und gut gelaunt. Zusammen mit ihren Medaillen. Silber beim Lukas und Gold bei der Julia. Zwei junge, aufgestellte Personen, die in ihrem Leben schon einiges durchgemacht haben. Lukas Fischer und Julia Steingruber, herzlich willkommen bei uns in der Sportlounge. Ihr habt ja beide ein sehr emotionales Wochenende hinter sich. Beide im Finale gewesen, beide mit Medaillen heimgekommen. Was war für Sie der emotionalste Moment in den letzten 48 Stunden? Ja, das war sicher, als ich auf dem Podest gestanden bin und eben die Schweizer Hymne gelaufen ist. Es waren so viele Emotionen da und ja, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Mir ist das kalte Rücken abgelaufen und es war ein mega, mega schönes Gefühl. Man hat ja sogar ein Bild da davon, wenn wir das uns jetzt nochmal anschauen, wenn Sie es jetzt sehen. Ja, es ist unglaublich. Also, ich habe jeden Moment irgendwie noch, habe ich genau noch im Kopf und ich hoffe, dass ich das noch ein paar Mal erleben darf. So. Sie haben aber sehr gefasst gewirkt. Ist das so einfach gegen aussen? Ich denke schon, das war eher gegen aussen. Also, ja, wirklich, eben, es waren so viele Emotionen gewesen und ja, nicht können brüllen, ja, einfach innerlich so Freude gehabt, ja, einfach am liebsten wollen, ja, laut rauslachen, so mega fröhlich gsi und ich bin ein bisschen, also ja, hin, also als ich dann drinnen gsi bin, ist dann wirklich ein bisschen ausgebrochen. Wie ist das bei Ihnen, Lukas Fischer? Welcher emotionaler Moment ist bei Ihnen noch sehr präsent im Kopf, welches Bild? Also es ist sicher, es sind so zwei Sachen gewesen, also wo ich auf die Noten gewartet habe und nachher, wo es zweite gestanden ist, also zwei Trank,
völlig ausgeflippt. Alle umarmt und nachher am Podest sind wir dann ein paar Tränen abgelaufen. Es war so, so unbeschreiblich, gewesen, das Gefühl. Wir haben hier auch natürlich ein Bild dazu. Und was wirklich ganz spannend ist bei Ihnen, ist der Moment, wo Sie eigentlich wo Sie die Übung fertig haben. Wenn Sie jubeln, aber Sie dürfen nicht. Ich glaube, dort ist etwas ganz Spezielles passiert. Was ist das gewesen? Wir müssen das noch mal anschauen. Ja, genau. Also, es war so, in der Quali habe ich ja einen Jubelschrei losgelassen. Und dann haben sie mir 3 Zehntel Abzug gegeben für den Jubelschrei, für übertriebene Euphorie oder so. Und das habe ich dann, musste ich dann zurückhaben im Finale. Und das ist mir dann auch gelungen. Und ja, darum hat es zu Silber gelangt. Schlussendlich. Haben Sie es selber gemerkt oder hat Ihnen jemand gesagt, pst, ja, nicht jubeln? Ja, nein, ich habe es schon, selber gemerkt. Und, aber der Kampfrichter, der in der Quali schon da war, hat dann noch so gemacht und grinsend. Er hat es noch genau im Kopf gehabt. Und, also, ich habe mir da schon zu Herzen genommen. Jetzt, im Vergleich zum Fußball oder Hockey, wenn wir jetzt die beiden Sportarten nehmen, sind ihr ja Einzelsportler. Das heisst, der ganze Druck lastet nur auf eurer Schulter, also in dem Moment, wo ihr ja bereit sein müsst. Was machen Sie, Lukas Fisch? Sagen wir mal 10 Minuten, eine Viertelstunde vor dem Wettkampf, haben Sie da ein Ritual, um oben runterzukommen, um die Nervosität im Griff zu behalten? Ja, ich habe schon meine Rituale, also vor allem nochmal die ganzen Elemente, jedes Detail in den Griff nochmal im Kopf durchgehen. Also wirklich jedes Gefühl auch. Und, ich wechsle immer die Socken, etwa 10 Minuten vor dem Wettkampf. Das ist also ein kleines Ritual. Und, ja, das ist so ein bisschen da, ja. Wie ist das bei Ihnen, Julia Steiger? Aber irgendetwas Spezielles? Hören Sie ein spezielles Lied? Oder tun Sie noch mal etwas Kleines essen vor dem Wettkampf? 10 Minuten vorher? Ja, also ich bin sowieso eine, die immer probiert, mich warm zu behalten, immer am Rumgumpen. Und dann kommt der Coach, der Sultan, und sagt, ja, eine liegt bei auf. Und ich verstehe das einmal total nicht. Und dann gibt er mir meistens so ein bisschen Honig, einfach gerade so Zuckerzufuhr, dass ich dann wirklich mit voller Energie in den Wettkampf gehen kann. Was bei Ihnen auffällt, Julia Steiger, wenn man sich mal ein bisschen umlässt in der Turnerszene, dann heisst es immer wieder, Julia ist extrem bodenständig. Das heisst, sie hat die Bodenhaftung nicht verloren. Sie hat überhaupt keine Extrawünsche. Sie ist überhaupt nicht divenhaft, sondern sie ist immer noch die Julia. Ist es für Sie selbstverständlich, dass man trotz Erfolg die Bodenhaftigkeit aber nicht verliert? Ja, das finde ich eigentlich sehr wichtig. Ich meine, das sieht man nur schon beim Roger Federer. Und das ist ein mega grosses Vorbild für mich. Ich meine, dass er schon alles erreicht hat und eben so bodenständig geblieben ist, das ist. Das finde ich mega, mega schön und das probiere ich halt auch so weiterzuführen, obwohl ich noch nicht so viel Erfolg hatte wie näher. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, dass ich irgendwie diva-mässig werde. Also ich glaube, das brauche ich einfach nicht. Sie haben ja eine Schwester, die geistig und körperlich schwer behindert ist. Und ihre Mutter hat mal etwas ganz Spezielles, also etwas ganz Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, das hat vielleicht auch Julia gelernt im Leben, dass nicht alles selbstverständlich ist. Kann man vielleicht auch sagen, dass ihre Bodenständigkeit auch von dort herkommt? Ja, das kann gut sein. Vielleicht einfach im Unterbewusstsein. Weil, ja, ich meine, ich sehe es ja eben bei meiner Schwester, sie kann nicht laufen. Und bei uns, es geht einfach. Es ist so ein Mechanismus. Und es ist auch beim Turnen. Und es ist etwas mega Schönes, wenn man das so erleben darf, wo andere Leute eben nicht können. Und das sollte man eigentlich sehr, sehr geniessen. Wenn wir jetzt mal bei Ihrer Schwester noch schnell bleiben. Ich nehme jetzt mal an, sie hat als kleines Kind mehr Aufmerksamkeit bekommen von ihren Eltern, verständlicherweise, weil sie das wahrscheinlich auch gebraucht hat. Wie wichtig war für sie selber, dass sie ihre Welt, das Kunstturnen, hatten? Ja gut, also neidisch bin ich jetzt nie auf meine Schwester. Aber ja, ich weiß nicht, ja das eigentlich es ist eigentlich sehr wichtig für mich einfach weil eben ich habe mich so bewegen so ja wo andere eben auch nicht können und meine Schwester sowieso nicht und es ist auch schön gewesen, dass meine Eltern mich trotzdem auch unterstützt haben und nochmal sozusagen eine Last auf sich genommen haben. Ich meine, früher mussten sie mich immer hin und her fahren und da bin ich ihnen eigentlich sehr sehr dankbar dafür und ja es ist mega, mega super gewesen.
Hat es einen Moment gegeben, wo Sie das Gefühl hatten, ich komme ein bisschen zu kurz? Nein, das habe ich jetzt wirklich noch nie gehabt. Und eben, ich meine, ich habe das Verständnis für meine Schwester, ich kenne es gar nicht anders. Und ja, also, nein, für mich ist alles, es passt alles so, wie es war. Lukas Fischer, etwas, was Sie sicher prägt hat in Ihrem Leben, sind die vielen Verletzungen. Ich kann mir die nicht alle merken, das zeigt auch, wie viel es war. Ich werde mal schnell vorlesen. 4 Fußoperationen, Handwurzelknochenbruch, Bänderriss, dann ihre Krankheit als Epileptiker. Dann, das hat sie die Teilnahme an der WM und den Olympischen Spielen 2012 gekostet. Den Tag nach der Selektion für die Europameisterschaft in Südfrankreich haben sie die Außenbänder, die Innenbänder gerissen, Kapselriss, Knochenabschlitter. Das ist ja wahnsinnig, oder? Da gilt man als Jahrhunderttalent und dann wird man so immer wieder bremst. Hat es für sie einen Moment gegeben, wo sie das Gefühl haben, ah, das packe ich nicht mehr? Ja, es hat, also eines war extrem. Dort vor der Weltmeisterschaften 2011, als ich einen Anfall hatte am Wettkampf, wo ich mich eigentlich qualifiziert hatte für die WM. Und nachher haben sie mich dann nicht mitgenommen wegen dem Anfall, weil die Ärzte und Trainer das Gefühl hatten, ja, es ist eine grosse Belastung. Und dort war ich wirklich nah dran, den Bettel leer zu rühren, weil es ist, ja, es ist wirklich schon sehr viel passiert. Und ja, irgendwann hat man das Gefühl, jetzt habe ich es da oben. Oder? Also, was war es denn, ja, was Sie bewegt hat, den Bettel nicht anzuwerfen? Zuerst habe ich mal einfach ein bisschen Distanz gebraucht und ich habe ein Ventil gesucht, wo ich meine Gefühle und ja, meine Emotionen kann verarbeiten. Und dann bin ich zum Singen gekommen. Dann, mein Onkel hat mir gesagt, ich soll mal zu einem Gesangslehrer gehen, weil er hat mich mal gehört singen. Und nachher bin ich mal gegangen und der war völlig begeistert gewesen. Und dann habe ich das so weitergezogen. Und ja, es hat mir extrem gut da. Es tut mir immer noch extrem gut. Und dass den Leuten auch noch gefällt, ist natürlich umso schöner, oder? Also, das ist wirklich super für mich. Haben Sie ihn schon mal gehört singen, Julia Steigl? Ja, ja, also er tut auch ab und zu einmal wieder so ein Stückchen singen. Aber ich habe das Video gesehen und ich bin eigentlich wirklich stolz auf ihn, dass er das wirklich so weiterzieht und dass er es so wie geschafft hat. Das schreit natürlich fast noch eine Kostprobe, oder? Hast du schon nicht gedacht. Haben Sie Lust, schnell etwas vorzuziehen? Ja, kein Problem. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing Alleluia, 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 Alleluia. Sensationell. Ja, oder? Super, genial. Vielen Dank. Ein Privatkonzert, man kann jeden mal miterleben. Der Lukas Fischer hat Singen, wo ihn als Ausgleich sich gut tut. Bei Ihnen könnte es ja das Modeln sein. Ja, also ja, ich habe eigentlich gern Fotoshooting. Ich lasse mich auch gern schminken, also alles so drum und dran. Das mache ich auch mega gern. Ich stehe auch gerne vor der Kamera und ja, ich weiß nicht. Mal schauen, wie es ist, wenn ich nicht mal nicht mehr tue. Jetzt haben ihr beide ein emotionales Wochenende hinter sich. Was erwartet euch noch? Habt ihr eine Ahnung? An Festivitäten, Lukas Fisch. Was geht noch ab jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse wirklich auf mich zukommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist etwas im Dorf los. Ich weiß wirklich nichts. Also, ich gehe jetzt auch mal heim und lasse mich überraschen. Also ich freue mich sicher mal drauf. Und ich freue mich dann auch mal aufs Bett. Zum einfach mal nicht. Ja, genau. Wie ist es bei Ihnen? Ich glaube, Sie haben noch einen schmerzhaften Arzttermin vor sich. Stimmt das? Der Eingriff, ich muss einfach meine Weisheitszähne noch ziehen. Die 2 unteren. Aber ja, das gehört halt dazu. Und bin dann froh, wenn ich es dann gemacht habe. Ich wünsche mir Ihnen, dass es nicht allzu schmerzhaft wird. Danke. Lukas Fischer, vielen Dank,
dass Sie sich Zeit genommen haben. Merci auch. Und noch einen ganz schönen Tag. Merci vielmals. Nach unserem Gespräch haben Sie dann gerade weiter müssen. Die nächsten Interviewtermine sind auf dem Programm gestanden. Das ist ja klar. Bei solchen Erfolg. Und Julia Steingruber geht in den nächsten Tagen also zum Zahnarzt. Sie muss dann sicher 2 Wochen pausieren. Lukas Fischer, der gönnt sich eine kleinere Pause, nämlich nur gerade 2 Tage. Am Donnerstag geht es für ihn dann wieder los mit dem Training. Wenn Sie den Lukas Fischer mal live hören singen, dann können Sie das. Am 28. Mai hat er sein nächstes Konzert im aargauischen Entfelden.